Servus liebe Dutch Oven Freunde und willkommen. Pasta hat euch gefallen und ihr kriegt wieder Pasta. Heute machen wir eine leckere Pasta mit Meeresfrüchten. Und wie wir die machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Letztens habe ich auf meinem Instagram-Kanal eine kleine Umfrage gestartet, und zwar, was ihr mal als Special sehen wollt, nämlich Burger oder Pasta. Und da hat Pasta richtig gut abgeschnitten, passt ja auch richtig gut zum Sommer. Und ich habe daraufhin einen kleinen Test gemacht, nämlich diese Istrien-Spaghetti, und die sind richtig gut bei euch angekommen. Alle haben nach mehr geschrien und das machen wir heute auch. Heute geht es mal so in die Richtung Meeresfrüchte, und was wir dafür alles brauchen, das schauen wir uns jetzt hier erst einmal an. Die Hauptzutat bei Pasta sind natürlich unsere Nudeln. Ich habe hier Fettuccine, ihr könnt auch Linguine nehmen, Spaghetti oder normale Bandnudeln. Das macht ihr individuell, wie ihr mögt. Wir brauchen gehackte, geschälte Tomaten, Knoblauch, eine Limette, Schalotten, Tomatenmark. Zum Würzen haben wir meinen Medikopter, dann Sahne, etwas Brühe. Hier vorne haben wir ein paar Shrimps, wir haben frischen Lachs, dann haben wir hier an Kräutern Petersilie und etwas Dill. Wir brauchen Pfeffer, Salz, einen Weißwein und etwas Olivenöl. Rezept und genaue Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Heute müssen wir mal wieder ein bisschen was vorbereiten und damit starten wir jetzt. Zum Thema Nudeln, die sind bei mir hier vorgekocht. Ihr könnt auch eine One-Pot-Variante machen, braucht aber dementsprechend auch mehr Flüssigkeit, wenn die dann in eurem Töpfchen kocht. Mir ist das hier so einfach lieber und deswegen habe ich das so gemacht. Und wir starten jetzt, dass wir unseren Lachs zuerst mal schön klein schneiden werden. Eigentlich müssen wir den Lachs jetzt gar nicht schneiden, aber ich werde dennoch hier so kleine Würfelchen rausschneiden, denn später wird der eh noch schön zerpflückt. Aber jetzt zum Anbraten sind so kleine Würfel natürlich auch angenehmer. Als nächstes werden wir unsere Schalotten in kleine Würfelchen schneiden. Ihr müsst da auch keine Schalotten nehmen, ihr könnt auch ganz normale Zwiebeln, egal ob weiß oder rot, nehmen. Aber ich finde Schalotten einfach vom Geschmack her viel angenehmer und die passen hier richtig gut dazu. Im letzten Vorbereitungsschritt werden wir uns jetzt noch eine Kräuterpaste erstellen. Dazu brauchen wir den Dill und die Petersilie und die geben wir einfach hier als Ganzes in unseren Mörser hinein. Zu den Kräutern gesellen sich noch 13 Knoblauch und dann werden wir anfangen, dass wir unsere Kräuter jetzt erst einmal stampfen werden. Wenn das Ganze schon ein bisschen gestampft ist, geben wir jetzt einen großzügigen Schluck Olivenöl mit dazu, so einen guten Esslöffel bis zwei. Eine Prise Salz kommt mit dazu und das Ganze wird jetzt einfach nochmal schön vermengt. Und am Ende ist das alles, was von unseren Kräutern hier übrig bleibt. Eine schöne, geschmacksintensive Paste, die unserem Gericht dann später mega den Bums und Kick verleihen wird. Das war's an Vorbereitungsarbeit. Ich baue hier um und dann geht's weiter mit dem Brutzeln. Dann kommen wir schnell zum Setup. Ich werde heute den DO6 von Barbecue Toro genauso wie den Hockerkocher von Barbecue Toro verwenden. Jetzt kommen natürlich wieder die ersten aus ihren Löchern, so wie auch im letzten Video, und schreiben: Hey, was hat das Ganze nur mit Outdoor Cooking zu tun, wenn du da mit deinem Hockerkocher hier rumbrutzelst? Mein Statement dazu, ganz einfach und knapp erklärt: Ab dem Moment, wo ich die Türschwelle von meinem Wohnzimmer hier auf die Terrasse rausgehe, ist es für mich Outdoor Cooking, weil ich einfach draußen bin. Ob ich das jetzt mit Gas oder Kohle fabriziere, das sollte eigentlich jeder für sich selber so ein bisschen ausmachen. Und ob ich jetzt für so ein Gericht wie heute, wo wir gute Viertelstunde brauchen, für 5 Euro Kohle im Anzündkamin durchlasse oder ob ich jetzt für 50 Cent hier Gas durchballer, also die Rechnung, die sollte eigentlich jeder verstehen. Dauerhaft wird es das Ganze natürlich nicht auf Gas geben, aber jetzt aktuell macht mir der Hockerkocher einfach viel Spaß und gerade für so Pasta-Gerichte ist der eigentlich super geeignet. So viel als Statement dazu an alle, die jetzt wieder sagen, ah, du musst dich nicht rechtfertigen. Ich tue es einfach gerne, weil ich einfach gern Sachen erklären möchte, warum ich Dinge tue, wie ich sie tue, und damit haken wir das Thema ab. Und jetzt heizen wir den Dutch Oven einfach auf und dann geht es mit dem Gebrutzel los. Der Dutch Oven ist dann auf Temperatur und wir werden etwas Olivenöl hineingeben. Und dann werden wir beginnen, mit der Hautseite nach unten unseren Lachs schön anzubraten.
Die obere Seite vom Lachs, die werden wir jetzt mit schönem groben Meersalz einfach mal würzen. Nach gut 1,5 Minuten werden wir unseren Lachs jetzt mal auf die andere Seite umdrehen. Und man sieht, hier sind schon ein paar Röstaromen auf unsere Haut draufgekommen. Aber die Röstaromen sind hier eher zweitrangig. Und wieder 1,5 Minuten später werden wir unseren Lachs dann rausnehmen. Also hier könnt ihr es zum Beispiel sehen an so einem Stück. Das ist im Kern wirklich nur ganz leicht rosa. Und unser Lachs soll ja auch nicht tot gebraten werden, sondern einfach schon mal vorgegart. Als nächstes werden wir unsere Shrimps anbraten. Das sind im Übrigen Tiefkühl-Shrimps. Ihr könnt da auch frische nehmen, ihr könnt Garnelen nehmen. Dann nehmt ihr das, was euch am besten schmeckt. Und auch über die Shrimps werden wir gleich ein bisschen Salz drüber geben. Und nach einer guten Minute werden wir auch die hier wieder rausnehmen. Jetzt kommen unsere Schalotten ins Spiel und die werden hier auch kurz mit angebraten. Bei Bedarf kann man da nur ein bisschen Olivenöl mit dazugeben. Unsere Schalotten werden jetzt direkt mit Weißwein abgelöscht. Apropos Weißwein, bei Barbecue Toro gibt es jetzt auch Weine im Sortiment. Weißwein, Rotwein und Roséweine, die tragen den Namen Taylor's Faith. Das ist jetzt hier ein Spätburgunder aus dem Jahr 2019. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Weine mögt. Da soll für jeden was dabei sein. Und wie gesagt, wir werden jetzt mit 200 ml Weißwein unsere Schalotten ablöschen. Der Weißwein ist jetzt um die Hälfte seiner Flüssigkeit einreduziert, hat die Röstaromen vom Boden gelöst und wir können jetzt unsere Sahne dazugeben. Genauso wie unsere Brühe. Der schöne Kräutergeschmack von unserer Paste kommt jetzt mit hinein. Unser Tomatenmark. Genauso wie unsere gehackten, geschälten Tomaten. Wir geben den Saft von einer halben Limette mit dazu. Und würzen das Ganze kräftig mit meinem Medikoptergewürz, dem mediterranen Dutch Oven Gewürz. Das alles wird jetzt erst einmal schön vermengt. Und dann warten wir, bis das Ganze aufköchelt und es darf dann alles ein klein wenig einreduzieren. Unser Süßchen hat jetzt 5 Minuten leicht eingeköchelt und wir werden jetzt unseren Lachs nehmen. Ihr könnt es als so ganze Stücke reingeben, aber ich werde mir hier so kleinere Lachsstückchen machen und werde mir die hier rein zerbröseln. Die Haut vom Lachs könnt ihr mit reingeben, könnt ihr aber auch abmachen und snacken, so wie ich. Die schmeckt richtig geil, schön angeknuspert. Wir geben unsere Shrimps wieder mit dazu und dann unsere Pasta, die bereits vorgekocht ist. Bei der Pasta ist wichtig, dass ihr dann nach dem Kochen die Stärke nicht abwascht, denn die ist jetzt dafür ausschlaggebend, dass die Soße an unserer Pasta schön kleben bleibt. Und genau so muss dann eine Pasta aussehen. Und nach gut 2 Minuten sind unsere Pasta hier dann auch fertig. Wir können jetzt die Hitze wegnehmen. Ihr entscheidet jetzt selbst, ob ihr das Ganze noch ein bisschen abschmecken mögt. Ich gebe da noch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Beim Salz müsst ihr natürlich auch wieder aufpassen, denn wir hatten schon einige Salzkomponenten hier. Nicht, dass euch das zu salzig wird. Und dann ist es soweit, dass wir eigentlich anrichten können. Wir werden uns wieder was auf unseren Teller geben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da noch ein bisschen Parmesan mit drüber geben. Das macht ihr ganz wie ihr wollt. Noch ein bisschen Pfeffer als Garnitur. Und fertig sind unsere Pasta. So Freunde, dann ist probierende Zeit und ich werde mir hier was auf mein Gäbelchen geben. Und jetzt sehe ich hier, dass die Gabel ziemlich schief ist. Ich glaube, da hat die Kleine wieder damit rumgefuhrwerkt. Da wird es dann ein bisschen Schimpfe geben. Aber egal. Leute, das ist das perfekte Sommergericht bei richtig heißen Temperaturen. Richtig schöne Frische durch Tomaten und Zitrone. Dazu einfach Pasta, die jeder liebt. Und ein Hauch von Fisch mit unserem richtig geilen angebratenen Lachs und den Shrimps. Knoblauch lohnt mit unseren Kräutern dabei. Fantastisch, also ein richtig geiles Pasta-Gericht, das wieder jeden Pasta-Fan
Herzen des Pasta-Fan-Herzen höher schlägen lässt. So wollte ich sagen. Und mehr muss man hier bei dieser Sache auch nicht hinzufügen. Also ein richtig, richtig leckeres Rezept. Ihr habt gesehen, das Ganze war auch wieder mega schnell zubereitet mit ganz wenigen Zutaten. Und wer Fisch mag, wer Pasta mag, für den ist es die perfekte Kombi, so ein Gericht seinen Freunden einfach mal in den warmen Sommermonaten zu servieren. Und dann kommen wir hier auch zum Ende. Ich hoffe, das kleine Pasta-Gericht hat euch wieder soweit gefallen. Schreibt mir doch mal, ob ihr noch mehr von den Pasta-Rezepten sehen wollt, denn mir macht es mega Spaß. Ich komme da voll auf meine Kosten. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier oben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister, macht's gut. Ciao. Und der Teller gehört jetzt mir. Hammer.